Hallo YouTube und willkommen zu unserem monatlichen Überblick, was ist im November und darüber hinaus für Microsoft 365 zu erwarten. Die meisten Änderungen werden sich auch in den Dezember hineinziehen, deswegen machen wir das ein bisschen später, aber es gibt auch die eine oder andere Änderung, die bereits im November umgesetzt werden kann. Ich habe mir aus 5 Bereichen ein paar Änderungen rausgesucht, die ich euch einmal vorstellen möchte und wir beginnen zunächst einmal mit Outlook. Dort soll es dann zukünftig auch möglich sein, die Antworten von Besprechungsteilnehmern zu kopieren. Ist eventuell auf den ersten Blick nicht wirklich spektakulär, vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf lange Sicht interessant sein könnte, wenn man diese Informationen herauskopiert, um sie dann woanders zu verwenden. Weiter geht's im Bereich Outlook und hier können wir endlich selber entscheiden, in welcher Reihenfolge unsere Ordner zukünftig in der Navigation angezeigt werden sollen. Ihr könnt quasi die Ordner nach oben verschieben, nach unten verschieben. Ihr könnt sie alphabetisch sortieren. Ihr habt eine benutzerdefinierte Möglichkeit, das anzupassen, so wie ihr möchtet, damit quasi der Ordner genau an dem Spot ist, wo ihr ihn gerne hättet. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Neuerung. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze schon im November oder erst im Dezember umgesetzt wird. Wir springen einmal weiter in den Bereich Outlook, aber To-Do greift auch so ein bisschen mit hinein. Denn die Informationen bezüglich auf unseren Arbeitsort und Arbeitszeit können zukünftig auch im Bereich Mein Tag der To-Dos genutzt werden, abgerufen werden, so dass wir sie dort nutzen können. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Es wird wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen dauern, bis man spezielle Use Cases damit abbilden kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt bei To-Do seinen Tag geplant hat, gleichzeitig auch querchecken kann, welcher von meinen Kollegen ist eventuell im selben Gebäude, in derselben Uhrzeit mit im Office zum Beispiel, mit dem ich mich dann zusammensetzen kann, um dann die ein oder andere Aufgabe zu besprechen oder zu bearbeiten. Könnte auf jeden Fall eine sehr interessante und nützliche Funktion sein. Springen wir einmal weiter in den Bereich PST-Dateien. Ich persönlich bin kein Freund von PST-Dateien, machen mehr Probleme als Nutzen. Aber dort haben wir jetzt zukünftig auch die Möglichkeit, schreibgeschützte PST-Dateien zu unterstützen. Das Ganze könnt ihr dann entsprechend in den Settings von eurem Outlook einstellen. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund davon. Ich würde auch davon abraten, aber wenn ihr es unbedingt benötigt, habt ihr die Möglichkeit, dann nochmal zusätzlich das Ganze zu schützen. Und die letzte Neuerung von Outlook ist, dass wir die ganzen Kalenderbenachrichtigungen, die immer so aufploppen, zukünftig, wenn wir die neue Outlook-Applikation nutzen, das Ganze auch in der nativen Windows-Benachrichtigung mit einzubinden, so dass dann quasi im Endeffekt hier unten rechts, wo die ganzen Windows-Benachrichtigungen aufploppen und in dem Nachrichtenfeed, den Windows automatisch hat, kann man das Ganze dann nachverfolgen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Neuerung, sehr coole Neuerung, funktioniert aber dann erst einmal nur mit dem neuen Outlook. Und nun springen wir einmal weiter in den Bereich Forms. Ja, Forms hat in der Vergangenheit schon mal das ein oder andere Update für die Benutzeroberfläche bekommen. Das Ganze wird fortgeführt. Forms kriegt nochmal eine neue Benutzeroberfläche. Hier seht ihr schon mal die ersten Screenshots, wie das Ganze aussehen kann. Wirkt auf jeden Fall wieder ein bisschen jünger, ein bisschen frischer, ein bisschen moderner. Aber es ist weiterhin sehr nah an dem angelehnt, was wir in der Vergangenheit auch schon gehabt haben und auch gesehen haben. Gehen wir einmal weiter in den Bereich SharePoint. Dort ist es zukünftig möglich, dass der SharePoint-Admin bzw. eine Person im SharePoint-Admin-Center aussuchen kann, in welcher SharePoint-Bibliothek welche benutzerdefinierten Applikationen zur Verfügung stehen und auch wer Zugriff darauf haben soll. Hier habt ihr die beiden Screenshots. Im linken Bereich können wir dann quasi definieren, in welcher Bibliothek welche Applikation zur Verfügung stehen soll. Und im rechten Screenshot haben wir dann den Bereich, wo wir dann auch die Mitgliedliste pflegen können, so dass dann die entsprechenden Mitglieder auch Zugriff auf diese Applikation erhalten. Im Bereich Loop habe ich auch etwas mitgebracht, das ist jetzt aber nicht allzu neu. Die Screenshots, die ihr seht,
kennt ihr wahrscheinlich auch schon bereits, wenn ihr den ein oder anderen Loop-Bereich geteilt habt. Neu ist, dass die Vertraulichkeitsbezeichnung mit berücksichtigt werden kann. Das heißt, ist ein Arbeitsbereich über eine Vertraulichkeitsbezeichnung gelabelt und ihr möchtet das teilen, sofern die Setting-Einstellungen das erlauben, könnt ihr das machen. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, ob die Person, mit der ihr das Ganze teilt, auch darauf zugreifen kann oder nicht. Weil wenn nicht, mit diesem Shared-Link nichts anfangen. Aber der große Vorteil ist auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr das einfach teilen. Hat die Person nicht die entsprechenden Zugänge für die Vertraulichkeitsbezeichnung, kann sie auch in diesen Arbeitsbereich nicht reinschauen. Also am Ende würde ich sagen, es hat mehr Vorteile als Nachteile, auch wenn eventuell ein kleiner Frustfaktor mitschwingen kann. Und damit gehen wir auch schon in den letzten Bereich für heute, das ist Purview. In der eDiscovery wird ein neuer Bereich entstehen, quasi das Ganze wird auch wieder umgearbeitet, aber wir haben aktuell noch eine Überlappung zwischen der neuen Welt und der alten Welt. Die neue Welt ist jetzt mit grün gekennzeichnet, die alte Welt ist mit rot gekennzeichnet. Wie in der Vergangenheit auch, die Admin-Zentren verändern sich regelmäßig. Es gibt neue Anpassungen, es gibt Facelifts, es gibt auch Benutzeroberflächenänderungen. Das Ganze ist eine Änderung der Benutzeroberfläche. Die Kernfunktionen bleiben weiterhin vorhanden, aber ihr werdet sie höchstwahrscheinlich woanders finden, als ihr sie jetzt aktuell findet. Und die letzte Neuerung im Bereich Purview ist, dass wir die Grenzwerte für die Auslastung des Prozessors und der Grafikkarte einstellen können, so dass nicht allzu viele Ressourcen gefressen werden, wenn wir im Endeffekt die forensischen Beweise einstellen. Schöne Neuerung, gerade dann, wenn das nicht sauber eingestellt ist, nicht nur jetzt hier im Inside Risk Manager, sondern gerade auch in Outlook. Wenn man die entsprechenden Kapazitäten nicht sauber einstellt, kann es Performance-Probleme geben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, dass es eventuell nicht zu viel Performance frisst, aber so viel Performance erhält, dass es sauber und vernünftig funktioniert. Also wunderbarer Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir wünschen, dass diese Grenzwerte auch für weitere Applikationen zur Verfügung stehen, so dass wir verschiedene Applikationen verschieden einstellen können, wenn es Performance-Probleme gibt. Und damit bin ich für heute auch schon durch. Das sind die Neuerungen, die ich für euch rausgesucht habe. Im nächsten Monat sehen wir uns wieder, dann wahrscheinlich auch zeitiger, weil für den nächsten Monat sind die Neuerungen hauptsächlich für den Dezember angekündigt.